So, eine Woche ist jetzt rum, die wir jetzt hier in der Wohnung wohnen. Und ich glaube, wir haben uns bis jetzt ganz gut eingerichtet. Das sieht ganz wohnlich aus. Ja, also meine Eltern waren gestern nochmal da. Also sie waren letztes Wochenende Samstag und Sonntag da und dieses Wochenende nochmal Samstag, jetzt ist Sonntag. Und genau, und wir haben da auch jetzt gestern nochmal richtig viel geschafft. Wir haben jetzt die Flurlampe, die ist jetzt installiert, und die Arbeitszimmerlampe. Wir haben Silikon gezogen unter die Spüle, damit da auch kein Wasser durchläuft, weil die Dichtungsringe von der Spüle selbst, die waren so porös und so alt, die waren nicht mehr gut. Und dann hat mein Papa einfach gesagt, da zieh mir einfach Silikon rein und dann passt das schon. Und dann haben wir jetzt noch eine Wandabschlussleiste, damit dann halt auch hinten nichts irgendwie die Wand runterläuft oder so. Genau, das haben wir alles gemacht. Und das kann ich euch jetzt mal zeigen. Und dann mache ich noch ein bisschen Kram, was ich sowieso noch machen wollte. So, im Schlafzimmer haben wir jetzt den Nachttisch umgestellt. Da sind jetzt alle unsere Taschen verstaut worden. Da hängt der Fernseher. Und genau, da haben wir ja das beides getauscht. So von der Reihenfolge. Da sind jetzt alle meine Klamotten verstaut. Ansonsten ist hier nur passiert, dass ich hier meinen Kettenanhänger wieder verstaut habe. Und dann mit Patafix auch mal fixiert habe. Genau. So, da ist die Küche. So, hier den haben wir jetzt an der Wand festgemacht. Den kann man jetzt ruckeln, wie man möchte. Und wir haben jetzt noch ein ganzes Fach frei, weil da jetzt eine ganze Weile unsere Badsachen drin standen, weil wir ja noch keine Badschränke hatten, was sich jetzt geändert hat. Das ist einmal unsere Waschmaschine. Wir haben schon ein paar Mal gewaschen. Tom hatte noch so ein paar Wandhaken und auch so ein Saug. Dings, das ist ganz praktisch. Unsere beiden Schränke stehen jetzt. Da werde ich heute noch bei dem ein paar Griffe festbohren und befestigen. Genau, da ist jetzt einmal so ein kleines Handtuch. Und diese hier wurde ausgewechselt. Da muss ich oben noch mal ein bisschen weiß drüber streichen. Und genau, sonst ist das hier auch so gut wie fertig. Genau, die Lampe haben wir jetzt im Flur. Ist auch noch mal super. Da haben wir jetzt eine Lampe. Yay! Und hier ist auch langsam richtig Ordnung drin. Genau, und ich glaube, im Wohnzimmer ist am meisten passiert. Das sieht jetzt richtig wohnlich aus, richtig schön. Genau, und da wollen wir die Lampe nochmal irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen nach hinten versetzen, damit die auch wirklich über dem Tisch ist. Da soll dann halt später auch noch hier ein Kratzbaum und so hin. Und ich habe überlegt, dass ich da hinten an die Wand meine Gitarre mit so einer Wandhalterung hinmache. Und genau, an die Wand soll dann so eine kleine Gallery-Wand machen werden. Und ja, es hat sich viel getan. Ach so, und meine Mama war so lieb und hat mir ein paar Blumenkübel mitgebracht, die sie übrig hatte, und Erde. Thank you.
habe eine neue Brille, aber die hier sind angekommen, beziehungsweise ich hatte sie erst an die falsche Adresse geschickt, also an die Adresse von meiner WG, und da war keiner da und dann musste ich es vom Paketshop holen. Und ja, das war schwer. Genau, und jetzt kann ich die endlich aufbauen. Also probiere ich das jetzt mal, dass ich das hinbekomme. Ich habe einen Schrank fertig. Jetzt nur noch ein zweiter. Das mache ich jetzt mal. Wir werden jetzt putzen. Ja, weil wir wären jetzt seit 2 Wochen hier und wir haben noch nicht einmal geputzt. Aber das wird sich jetzt ändern. Und diese Wäsche werde ich jetzt mal abbeziehen. Und dann kommt das Ganze in die Wäsche. So wie mit den Handtüchern und so. Dann mache ich das jetzt mal. Richtig.